Verehrte Fußballfreunde, seien Sie froh, dass Sie zu Hause sind, im gemütlichen Wohnzimmer. Das Wetter, das kann sich ja heute wirklich nicht entscheiden, was es will. Wir müssen uns darauf einstellen, dass zwischendurch immer mal wieder ein kleiner oder vielleicht auch ein größerer Regenschauer auf uns niederprasselt. Die Fans hier auf den Rängen kann das allerdings überhaupt nicht abschrecken. Schließlich sind ja alle Tribünen überdacht. Es ist ein so tolles Stadion. Probiert's! Das ist ein Foul. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Kurzawa hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Martin. Gut, das ist die... Und da Hoppels! Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Das ist die frühe Führung. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Gute Chance hier zu flanken. Der Ball kommt flach herein. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Er trifft ihn. Da sind aller guten Dinge zwei. Ja, das muss man schon abpfeifen. Das muss eine gelbe Karte geben. Martin. Und er zieht ab. Katapultstart. Einfach und haltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Das kann jetzt eigentlich kein ernsthaftes Problem mehr sein, dieses Spiel zuzumachen und den Deckel drauf zu machen. Martin. Ab in Richtung Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Damit also steht es 3:0. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. So jagt man heute den Ball. Da sollte der Pass hin. Schon läuft der Gegenangriff. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Er sollte sich jetzt mal wirklich ein bisschen zusammenreißen, sonst geht er hier gleich runter. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du die Karte. Bartra. Paredes. Das wird gefährlich. Ein letzter gefährlicher Moment für den Torhüter, aber jetzt ist Halbzeit. Sie haben jetzt alle Trümpfe in der Hand. Sie haben in der ersten Halbzeit fast schon für klare Verhältnisse gesorgt. Fast.
Drei Tore sind gefallen bis hierhin. Es steht 3:0. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Kurzawa. Jetzt ist was möglich. Den hat er ganz genau geschnuppert. Die Tür ist sperrangelweit offen. Und ein Schuss. Mit den Fingerspitzen. Sie lassen ihn dribbeln durch die Mitte. Er kommt zum Abschluss und Sie können vom Glück sagen, dass er nicht den Ball im Kasten unterbringt. Stark angesetzt zum Kopfball. Und geklärt. Riesenmöglichkeit. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Sehr gute Defensivarbeit. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Es geht über die rechte Seite und gleich wieder zurück. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Ganz simpel, einfach nach vorne. TT mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Kurzawa. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das vielleicht auch das richtige Gegenmittel. Ja, definitiv. Wenn die Falle zuschnappt, dann ist alles in Ordnung. Aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Timing der gegnerischen Stürmer. Also für dich die richtige Strategie? Also auch diese Strategie birgt Risiken, aber beim aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, sie machen es zunächst mal richtig. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Also mir ist da schon die ein oder andere zu harte Aktion dabei. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Balleroberung. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ab. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Heute hat man dem Gegner gezeigt, wer Herr im Haus ist. Am Ende war es ein wahres Schützenfest. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Sie haben den besseren Start in diese Partie erwischt. Und